Jo Leute, hier sind wieder Jungs von Playtimes und wir zeigen euch in diesem Zombie-Gameplay von Call of Duty Black Ops 2 mal, wie man sich teleportiert. YOLO. Ja, ich denke mal, das wird ein kurz und knackiges Tutorial mit dem Bufforg. Hi. Ja, das ist jetzt nicht wirklich schwer zu verstehen. Das ist basiert alles auf Zufall. Also, hast du schon gesagt, worüber das Tutorial ist? Ja, ich habe gesagt, wir teleportieren uns. Genau, das ist alles Zufall, wohin teleportiert wird. Also ihr werdet immer zu Laternen teleportiert, jedoch ist es random, zu welcher Laterne ihr kommt. Aber zu jeder Laterne, zu der ihr teleportiert werdet, könnt ihr euch wieder weiter teleportieren. Genau. Also das heißt, wenn ihr nicht da rauskommt, wo ihr wollt, einfach nochmal. Erstmal braucht ihr die Turbine. Okay, hier ist schon alles auf. Dann von der ersten Map aus seht ihr hier diese Laterne, wo jetzt kein Licht ist. Aber da stellt ihr einfach eure Turbine drunter. Rennt dann hier in diesen Nebel. Hier rennt ihr rein. Wartet, bis ihr so ein Viech über eurem Kopf habt. Komm schon. Da ist es. Dann rennt ihr da hin. Und müsst das halt da in der Nähe kaputt machen. Dann buddelt das da so ein Loch. Ihr könnt die Turbine wieder mitnehmen und dann springt ihr da rein. Ja, das Problem ist jetzt nur, wenn man zu zweit spielt, das Loch ist dann zu. Und ich bin jetzt auf der zweiten Map gelandet. Nicht im Nebel, sondern einfach auf der zweiten Map. Ich kann jetzt hier wieder meine Turbine hinstellen unter die Laterne, lauf dann hier um den LKW rum zurück in den Nebel. Hast du da Zombies? Hol mir so ein Viech, nö. Wenn ich jetzt, ja, da ist es. Renn jetzt wieder hier hin, töte das Viech und dann buddelt das wieder ein Loch. Ich nehme schon mal die Turbine auf, spring wieder da rein. Jetzt bin ich hier mitten im Nebel und versuche mich jetzt einfach mal zurück zu porten. Meine Turbine hängt irgendwie in der Luft. Kleiner Bug. So, ich bin jetzt nicht zurück bei Jansen, sondern gefühlt noch an derselben Stelle, aber okay. Ich teleportiere mich jetzt auch mal weg. Gucken, wo ich rauskomme. Okay, ich bin... Oh Gott, wo bin ich denn rausgekommen? Irgendwo im Nebel. Ich denke aber, das Prinzip sollte verstanden sein. Ich mach's noch einmal vor. Das war jetzt einfach. Wäre schön, wenn ich jetzt auf einer Map... Ja, sauber. Da bin ich wieder auf der ersten Map gelandet. Ich hoffe, die Rundreise hat euch gefallen. Ich denke, das Prinzip ist relativ einfach zu verstehen. Spult einfach zurück, wenn ihr es nicht verstanden habt und... Ja, ist ja ein kurzes Video. Kann man sich auch zweimal angucken. Ja, damit... Ja, wir wollten euch halt nur kurz zeigen, wie das geht. Wir sind dann wieder raus. Eure Jungs von Playtimes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.